Hallo meine Lieben, welcome back to my channel, ASMR Emotions Ina. Schön, dass du und ihr alle wieder den Weg zu mir gefunden habt. Da freue ich mich total. Und letzte Woche gab es kein Video, nur so ein paar Shorts. Aber ich dachte, heute ist es mal wieder soweit. Der Sommer ist wieder zurück. Auch wenn es ja gerade auf einmal sehr dunkel wird. Ich war einkaufen und wollte euch mal so meine erstandenen Sachen zeigen, so ein kleiner Haul. Das sind jetzt natürlich fast nur ungesunde Sachen, aber die gesunden Sachen, die sind ja oft langweilig, und eine Gurke oder Tomaten oder ein Salat, Nudeln, Reis, also so die Grundnahrungsmittel, Eier und so weiter, Melone, Tee, Milch brauche ich euch, glaube ich, nicht auszupacken. Deshalb sind es jetzt mal wieder Süßigkeiten bzw. Snacks. Viele davon kannte ich noch nicht. Und einige habe ich aber auch schon jetzt das zweite Mal gekauft. Hier ist mein Rucksack. Das sind auch nicht alles nagelneue Sachen, aber die ich für mich entdeckt habe. Das wäre wären einmal diese Mini-Reiswaffeln mit Apfel. Die gibt es bei Kaufland. Die habe ich jetzt auch schon zum zweiten Mal oder zum dritten Mal gekauft. Da habe ich mir auch zwei Tüten mitgenommen. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Die habe ich bei Kaufland, wie gesagt. Dann habe ich, kannte ich noch nicht, und ich liebe Linseneintopf, und manchmal muss es einfach auch eine 5-Minuten-Terrine sein. Ist immer gut, wenn man das mal da hat, finde ich. Wie gesagt, nicht jeden Tag, nicht jede Woche. Dann, wenn man einfach mal Lust drauf hat und nichts anderes kochen möchte. Ich esse normalerweise eigentlich nur zwei Sorten von der 5-Minuten-Terrine, und das ist einmal der Kartoffelbrei mit Fleischklößchen und Nudeln in Rahmsoße. Die pimpe ich mir aber immer noch ein bisschen auf mit ein bisschen Ketchup, bisschen Essig. Bisschen Schärfe. Und jetzt dieser 5-Minuten-Topf. Linseneintopf mit Kartoffeln. Gab es neulich auch bei uns, aber frisch gekocht. Rote Linsen. Wenn ihr 5-Minuten-Töpfe esst, habt ihr da auch so Lieblinge? Also ich esse die auch nur von Maggi. Macht schöne Geräusche, oder? Thank you.
Teilweise erinnert mich gerade das Geräusch. Ach, und ich habe einen total leckeren Joghurt gekauft von Bauer. Und zwar Birne. Ich liebe ja Birne. Auch Birnensaft und so. Oh, liebe ich. Und der Joghurt von Bauer, den habe ich allerdings schon aufgegessen. Mit Birnengeschmack. So lecker, so erfrischend. Einfach so, so yummy. Leider gibt es Birne immer nur ganz abgezählt. Also muss man wirklich gucken, dass man den kriegt. Aber wenn ihr den mal seht vom Bauer, der ist super, super lecker. Kauft ihn euch. Dann habe ich rote Beete-Saft. Ich liebe ja rote Beete-Saft. Liebe ich total. Und rote Beete auch. Ist gesund. Werde ich in den Kühlschrank stellen. Ich weiß nicht, ob ich rote Beete-Saft mir schon mal gekauft habe. Ich bin diejenige, die das rote Beete-Saftglas leer trinkt. Ich liebe komischerweise lieber die Scheiben von rote Beete, wie die Kugeln. Ist ja eigentlich das Gleiche, ne? Aber ich liebe die Scheiben. Ist genauso wie Möhrengemüse. Die Kugeln hasse ich, mag ich überhaupt nicht. Wenn ich mir doch mal so ein Glas kaufe, dann schneide ich mir die Würfel. Ich mag die wirklich lieber gewürfelt. Oder mit Brathering, kennt ihr vielleicht auch. Da geht nur der eine spezielle. Und zwar aus dem Glas und Dose, boah, geht gar nicht. So, jetzt kommen die ungesunden Sachen. Das ist natürlich nicht alt, nicht neu, das kennen wir. Habe ich auch schon oft gemacht. Milky Ways. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Milky Ways mir gekauft habe. Ewig lange her. Ich glaube, Milky Ways esse ich tatsächlich immer nur, wenn diese Celebration Box, wo so Mars, Snickers, Milky Way und so weiter, so kleine Riegelchen drin sind, die Box mit den kleinen Bonbons. Aber Milky Ways habe ich mir ewig nicht gekauft. Ich kenne die tatsächlich auch noch in so einer großen Stange, aber das sind die Minis. Und ich habe mir auch schon eingeklaut. Super lecker. Liebe ich. So, dann habe ich Pringles Cheesy Cheese. Kannte ich noch nicht. Habe ich so noch nicht gesehen. Und ja, wird ausprobiert. Habt ihr auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ihr Chips esst? Ich ja. Früher habe ich immer die ganze Tüte aufgegessen. Oder die ganze Dose. Aber mittlerweile kann ich da auch zwei, dreimal von essen. Oh, ich muss aufpassen, das Kleidchen verrutscht hier. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine ganze Tüte isst, also ehrlich. Solange man das nicht jeden Tag macht oder fünfmal in der Woche, ist das vollkommen legitim und in Ordnung.
Ich zum Beispiel koche sehr, sehr fettarm. Also fette Fleisch, das wird immer rausgeschnitten, weil ich es aber auch einfach nicht mag. Weil ich es eklig finde. Ich koche nie mit Sahne. Esse keine irgendwie Sahnetorten oder irgendwas. Wenn ich die Soße zum Beispiel so ein bisschen sämig haben möchte, dann mache ich ein bisschen Milch ran. Oder Naturjoghurt oder Schmand. Ja, das ist so die bessere Alternative. Wie Sahne. Dann habe ich noch eine Pringles, die kannte ich aber schon, die habe ich auch schon mal gehabt. Das ist Ketchup. Ist okay. Ich habe immer gerne ein bisschen Vorrat. Und wie ihr wisst, gehe ich ja nicht gerne und oft einkaufen. So, die kannte ich schon, die kann man essen und sind okay. Dann habe ich mir die mal geholt. Das sind so Frühstück-Cerealien. Schoko, weniger Zucker. Das sind so nur Puffreis. Ja, bin ich mal gespannt. 63% Vollkorn, 43% weniger Zucker. Ich esse nicht viel Cornflakes oder Müsli, eher selten. Aber wenn, dann habe ich so eine Phase, wo ich dann mal 3, 4 Tage nur sowas esse. Und dann ist aber auch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr auch wieder Ruhe. Die kannte ich noch nicht. Die habe ich mal mitgenommen. Ich habe auch welche mitgenommen. Die habe ich. Ich habe noch nicht alles hier. Ich habe noch was unten im Keller und bei meinen Eltern. Ich habe von Nesquik so eine Schokokissen mit Erdbeerfüllung mitgenommen. Die zeige ich euch auch mal. Die habe ich leider jetzt nicht hier. Die kannte ich nämlich auch noch nicht. Ja, also hier bin ich drauf gespannt. Und jede Menge so Grillsoßen, aber die habe ich auch noch nicht hier, weil wir wollen wahrscheinlich diese Woche oder nächste Woche mal grillen im Garten. Da habe ich so schöne Grillsoßen, so Honigsenf oder Senfgurke, süßsauer. Und anderen Stuff noch, das kann ich euch dann mal zeigen. Ach, übrigens, die Pringles, welche ich mega lecker finde, aber die gibt es auch nicht immer. Also es ist so eine Limited Edition, die in Deutschland noch nicht so verbreitet ist. Na, das ist die Honigsenf. Die schmeckt super, super lecker. Was haben wir hier noch? Ja, das ist halt alles so ein bisschen auch, wenn wir vielleicht grillen wollen. Das ist so ein, sind so eine Pausenbrote. Ist ein Hubschrauber gerade, Helikopter.
Ja, ohne Palmen. Könnte ich jetzt auch noch nicht. Mal gucken. Die habe ich mir auch mitgenommen. Die sind auch nicht neu. Das ist der Summer Style Veggie Minis von Fit Vegan Erdbeer. Die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Oh, der Hubschrauber, glaube ich, landet hier. Die liebe ich. Auch als also Kind, so Jugendliche. Oh, lecker, lecker, lecker. Wollen wir mal einen aufmachen? Ja. Neulich nachts, also nachts ist immer unheimlich, wenn Hubschrauber fliegen, aber da wir direkt an der Grenze wohnen, überwachen die natürlich jetzt auch verstärkt wieder die illegalen Einwanderer. Und stundenlang, gefühlt stundenlang, drehte er seine Kreise. Und ja, das ist immer irgendwie unheimlich, gerade wenn es nachts ist. Und neulich ist hier was gewesen, auch in der Nacht, das war wie im Spielfilm oder so einen amerikanischen Thriller. Ich höre ein Auto, in der Nacht war das, kam mit hoher Geschwindigkeit. Ich habe noch so ganz, ganz laute Musik so gehört. So, was weiß ich, 90er Jahre Pop oder so. Und dann auf einmal rief eine Stimme so ganz laut und also wirklich richtig laut und in Panik so. Da hat man richtig das Adrenalin gespürt. Polizei, stehen bleiben. Polizei, stehen bleiben. Auf dem Boden. Stehen bleiben. Auf dem Boden. Polizei. Oh, das war echt gruselig irgendwie. Wer weiß, vielleicht haben sie das Auto geklaut oder hier ist ja auch immer wegen der Grenze viel Schmuggeln, ne? Zigaretten, Drogen und so weiter. Das war auch was, also das siehst du ja sonst immer nur in so Krimis, ne? So, das ist hier aber nun zum Thema wieder, Kaubonbon. Kennt, glaube ich, jeder. Ich liebe das. Dann habe ich hier so Schoko. Schmetterlinge, so Deko für Kuchen, Muffins, Cupcakes. Und die, ich bin ja totaler Nussblee-Fan. Die Riegel kenne ich auch, aber die gibt es nicht immer so regelmäßig. Schmecken auch sehr, sehr, sehr lecker. Wie gesagt, das wird jetzt nicht innerhalb von 3 Tagen oder so aufgegessen.
dauert schon ein Weilchen. Müsli ziehe ich tatsächlich auch Nutella vor. Das kann man probieren. Also wenn ihr Nougat mögt, dann mögt ihr auch Müsli, den Schokoaufstrich. So. Und dann, also ich habe noch mehr, aber ich habe leider nicht alles drüben. Also hier. Und dann wird das Video auch zu lang. Dann habe ich mir das mitgenommen, weil mein Immunsystem ist ja leider nicht so gut. Hier ist Kurkuma drin, Ingwer, Echinacea, Vitamin D. Das ist so ein Immundirekt sofort Spray. Das da macht man 4 Pumpstöße. Ist jetzt nicht so lecker, aber Ingwer und Kurkuma schmecken auch nicht, aber sie wirken, ne? Das ist das Wichtigste. Also es sind nur pflanzliche Kräuter für mein Immunsystem, weil das ist immer leider nicht so. Ja. Das war so mein kleiner Haul. Dann habe ich hier mir noch so ein 6er-Pack Bio mit Zitrone mal mitgenommen. Braucht man nicht. Aber ich habe es einfach mal genommen. Also man kann auch. Okay, da war ich. Da bin ich mal umgekippt. Also man braucht das nicht. Meine Güte, mein Ausschnitt. Man braucht das nicht, man kann auch normale Säte haben und sich da einen Spritzer Zitrone machen, aber die waren im Angebot und dann habe ich die mal mitgenommen. So, das war es auch und ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen und ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr ein paar Dinge davon kennt oder was ihr so mögt oder ob ihr schon mal Rote-Bete-Saft getrunken habt oder wenn ihr euch mal einen Minutentopf gönnt, welcher euer so der Liebling ist. Und das war's. Ich gebe mir Mühe und werde wahrscheinlich noch ein Video drehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Eure Ina. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao, meine Süße. Ciao, mein Süßer.